Hi Leute! Ja, ich dachte eigentlich, heute hätte ich gar nichts Neues zu erzählen. Allerdings, ja, ursprünglich war es so geplant, dass ich Frühschicht habe und Dietlind mit ihrer Tante mal in den Laden nach Rostock fährt, sich da mit ihr einmal umschaut und sie so ein bisschen, ja, sozusagen ihre Meinung oder Tipps gibt, wie wir das da alles gestalten können. Denn designtechnisch sind wir selber jetzt nicht so, wie soll ich sagen, bewandert. Und ja, ich kam zufälligerweise genau in dem Moment nach Hause, als sie gerade losfahren wollte, also bin ich auch noch mitgekommen und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe schon so ein richtiges Bild, wie das später aussehen könnte. Und ja, ich habe auch gedacht, ich habe zwar da nicht wirklich ein Video gemacht mit Quatschen und alles, aber ich habe das ganze Objekt nochmal gefilmt von außen und von innen langsam, damit ihr mal ein bisschen Ruhe habt, euch das ein bisschen anzusehen im Gastraum, so wie es jetzt noch aussieht. Ja, außen ist natürlich immer noch die Beschriftung von dem Symboli dran, also der Altstadtgrieche war ja da vorher drin und ja, die ganze Beschriftung ist natürlich noch da. Und innen, wie gesagt, die Tapete ist jetzt so ein komisches dunkles Rot, was ich ehrlich gesagt ziemlich hässlich finde. Ich weiß nicht, warum er sich gerade für diesen Farbton entschieden hat, aber egal. Ja, den werden wir natürlich auf jeden Fall ändern. Und die Tische auch so ein bisschen und auch ein paar andere Sachen umbautechnisch werden wir in dem Gastraum machen. Ja, was wir genau alles machen kann und will ich jetzt noch nicht verraten. Das werdet ihr sowieso noch mitkriegen, denn wahrscheinlich, wenn wir dann bei den Umbauten sind, werde ich sowieso die Kamera mitnehmen und da auch mal so ein bisschen filmen, was wir gerade so machen und wie wir es machen und so weiter und so fort. Ja, das Ganze soll auf jeden Fall sehr viel freundlicher wirken, als es jetzt wirkt. Also nicht mehr so dunkel, so drückend. Das Ganze mal mit ein bisschen hellen Farben bewirken. Und trotzdem soll diese Gemütlichkeit und auch dieses leicht, ich weiß nicht, rustikale, alte erhalten bleiben durch dieses dunkle Holz. Einfach, also ehrlich gesagt, gefällt mir das sehr gut. Nur ist es gerade halt, so wie es jetzt ist, einfach, ja, ein bisschen viel. Da werden wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen ändern. Aber ja, das werdet ihr auf jeden Fall auch noch mitbekommen. Dann das neue Logo ist da und wie gesagt, da hat sich wirklich nicht viel verändert. Wirklich nur das Gemüse ist durch Grüne ausgetauscht worden. Und ja, habe ich jetzt genau heute bekommen, dann sind wir losgefahren, also ich habe noch überhaupt nichts geschafft. Deswegen werde ich mich gleich mal dran setzen und die ganzen, die Sticker neu machen, die anderen, was denn noch alles, die Webseite neu machen und Facebook und bla und bla und so weiter. Ja, alles mal einfach ändern, ja, dann ist es auch vollzogen. Ach genau, das Intro muss ich ja auch neu machen. Also auf jeden Fall eine ganze Menge zu tun. Ja, so viel dazu. Bin gespannt, wie es weitergeht und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. Tschüss!